2, 1. Klatsche. Moin, moin. 3, 2, 1. Moin, moin, ihr Geilen, steht hier. Jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge PUBG Verstecken. Den PUBG. Ich darf als erstes suchen. Geil. Und ihr bekommt jetzt, wie viel Zeit? Eine Minute, Minute. Ne? Minute. Minute, alles klar. Dann läuft eure Zeit ab jetzt. Wir sind ja schon losgelaufen. Okay. Und ich habe da 15 Minuten Zeit und muss die Leute suchen. Und den ich als erstes finde, der darf danach suchen. Okay, ist das ein gutes Versteck? Ich befinde mich das, das ist sieht nicht aus wie ein gutes Versteck. Ich finde, vom Radar her würde ich schon sagen, ja. Versuch dich doch einfach im M zu verstecken. Der ist im Norden, hat er gesagt, oder? Ich stehe ganz im Norden, irgendwo an der blauen Wand. Das hat doch ganz gutes Versteck. Also, da steht er. Guck mal. Hast du ihn gesehen? Steht da einfach rum. Oh, das war nicht gut. Hab ich gehört. Aber wieso haben Leute schon Schaden? Jetzt geht's los. 20. Na, exakt, da steht er. So ist besser, würde ich sagen. 15. Mach hier mal ein bisschen frei. Okay. 5. 4, 3, 2, wir müssen in First Person, 1, Leute. Der Tod kommt. Ja, First Person. Weiß ich. Ja, das hab ich leider verballert. Der Tod ist coming. Ah, da läuft er. Ich sehe ihn. Ja, alles gut. Also oh, guck mal, wie schön er läuft. Auf was schießt der? Schießt auf mich, Jay. Au, au. Jay schießt auf mich. Wenn er mir jetzt einen Header gibt, ne, dann raste ich aber aus. Das wäre echt witzig. Nee, aber Jay, das war die falsche Richtung, in die du geguckt hast. Sicher. Peter, was gibt es Zucker kann? Was ist so lustig? Ja, meine Hand sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Deine Hand? Ich dachte, dein Fuß sieht komisch aus. Die Hand im Spiel ist so ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Nicht so optimal. Ich habe echt das Gefühl, als wäre ich Gollum, Junge. Ich verstehe. Gollum, mein Schatz. Ich glaube, also zwischendurch ein bisschen gucken durften wir in Third Person, wenn wir, wenn wir bleiben, wo wir sind, ne? Naja. Könnte man sich umgucken mit Alt, ne? Mhm. Dann bewegt sich dein Kopf nicht. Oder so. Okay, Jay läuft da. Mhm. Okay, also Jay ist da. Was ist denn da? Mhm. Wir spielen zusammen. Wo ist der? Warte mal, Jay ist da so. Da so? Jay ist da. Wer ist denn da so? Baso. Das ist der Bruder von Baso. Alter! Schippere Phase. Ich musste halt dafür sorgen, dass du nicht zu mir kommst. Also man durfte ja, wenn man versteckt ist, in die Third Person gehen, um sich umzugucken, ja? Ja, das ist richtig. Ich weiß, das haben wir gerade schon besprochen, aber ich wollte das sicherheitshalber nochmal erwähnen. Ich habe ein Problem. Warum? Ist er bei dir? Jay hat mich gesehen. Wieso? Weiß ich nicht, weil ich auf ihn geschossen habe. Ich, Otto. Achso, Gott! Schieß noch zweimal auf ihn. Die Granate daneben. Während er auf dich zuläuft. Wird da gerade einer verfolgt? Schade, Alter, was geht da ab, Junge? Der Krieg ist am Start. Keine Ahnung. Holy shit, Jay. Ich hab gedacht, ich muss mich auch ein bisschen einmischen. Ein bisschen rumballern. Also, Christian, erst hast du mich verwirrt und dann würde ich sagen, hast du mir den Arsch gerettet. Das ist ja echt abgehauen. Wenn man selber verwirrt ist, kann der Gegner einen schon mal gar nicht einschätzen. Das ist immer das Beste. Also, Jay, das war ganz schön knapp, oder? Hast du mich angesehen schon? Wobei, ich dürfte Jay aber nicht ansagen, wenn ich den sehe. Warum nicht? Du siehst ihn doch. Also, du bist ja noch am Leben. Aber wenn ich den in Third Person sehe, wenn und den in First Person nicht sehen würde, dann darf ich den nicht ansagen. Nee, das stimmt. Dann darfst du nicht ansagen. Das wäre gemein. Fuck! Tja, Jay. Also so einen Berg kann man echt gut runterspringen, weißt du? Da bist du aber nicht runtergesprungen. Achso, weil? Der lübt immer noch zwischen den Häusern da rum. Ja gut, kann man ja gerne machen. Also zwischen den Häusern auf dem Berg, ja? Ja. Mhm. Okay. Du Lappen!
Siehste, du laberst nicht so viel Scheiße. Scheiße. Hast du verdient den Tod als erstes. Die kann man nämlich gut runterspringen, den Berg. Nö, nö. Ich dachte, ich krieg ihn jetzt, jetzt jagen wir den Nächsten, der da hinten nämlich die ganze Zeit auf mich geschossen hat. Man kann Richtungen sehr gut wiedererkennen, hoffe ich. Richtungen sehr gute wiedererkennen. Oh, leider habe ich ein Ei fallen lassen. Jetzt kannst du gut orten, wo das war. Richtung sehr gute also wiedererkennen. Ungefähr. Oh, warte mal, da hat aber jemand ein sexy Versteck hier. Halleluja, Herr Pietsmeat. Ja, ne? Das ist echt also, krass. Wie geht denn das? Kannst du mal zugucken? Ich kann weiß auch nicht, wie das geht. Aber es geht. Ist denn irgendeiner, wo der gerade rennt? Pass auf, da. Ungefähr. Ja. Aber hatte ich fast nicht gesehen, Sepp. Ja, das ist bitter. Ich habe auch echt die Hoffnung gehabt. Ich wollte mich, erst habe ich gesehen, dass du die Büsche checkst. Und dann dachte ich so, sollst du jetzt laufen oder nicht? Aber ich dachte mir, du läufst doch vorbei, aber nee. Fuck, Alter, wo ist bitter. Christian hin? Hat er sich wieder wegbewegt? Oh, Bram, jetzt geht los. Was ist das für eine Waffe? Ja, die ist krass. Die macht richtig so brrrt. Ich hatte eine AK. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwas mit einem Zielvisier oder so, weißt du? Achso, wenn du meine Leiche lootest, ich habe ein Zielvisier gehabt. Okay. Ich hab... Ich lieg oben auf dem Berg mitten drauf. Was ist das denn? Deswegen kann ich hier auch nicht. Ah, okay. Ja. Als ob du da jetzt noch Probeschüsse ballerst. Ja, der muss die Waffe doch mal ausprobieren. Ja, echt mal. Du hast doch ein Visier, Bram, was beschwerst du dich? Ja, komm, Alter! Also ja, ich hab ein Visier, aber das ist einfach nur ein Rotpunkt. Muss doch reichen. Das muss doch auch reichen. Jay, wie lange hast du noch? Kannst du sehen. 9 Minuten. Hey, wo kann ich denn das sehen? Ja, die Zeit läuft doch hier runter. Ja, aber da steht bei 21 Minuten. Wann haben wir denn angefangen? Ja, genau. Guckst du eigentlich, 30. Guckst du eigentlich die ganze Zeit auf Jay, Christian? Nee. Kann ich nicht. Also manchmal sehe ich den, manchmal nicht. Gerade habe ich den da gesehen. Ja. Das war auch schon wieder ein paar Sekunden her. Ja, macht ja nichts. Wo hat er markiert? Achso. Alter, wer entfernt die Waffen aus den Paketen? Da war nichts drin mit... Ich wollte gucken, ob da eins drin ist mit Visier. Da war nichts drin. Aber da darf man doch auch dran oder so. Da seid ihr doch auch mal rangegangen. Ja, aber der ist gerade... Aber für dich zur Info, der ist gerade an der Waffenkiste gewesen. Da. Da hat sich ungefähr. Einer... Ja, Jay hat sich, glaube ich, auch einen Gilly geholt. Der läuft schon als Sumpfmann rum. Ich frag mal doof, aber das war doch erlaubt, dass man sich daran bedient, nur nicht heilen, oder? Soweit ich weiß auch. Wusste ich jetzt nicht, dass man keine Waffen daraus nehmen musste. Ich wusste nicht, dass man Waffen davon nehmen kann. Hast du auch selber auch gemacht, oder? Oder halt eine Dreierweste und so ein Zeug. Darfst du ja auch nicht nehmen. Nee, das ist klar. Das ist schon nicht gut, ja. Okay, da hat er mich gekriegt. Aber Bram hat er trotzdem gefunden. Du hast mich gesehen da, wa? Nö, ja, ich hab dich erst jetzt gesehen, als ich dann da war. Krass. Ich hab dich vorher nicht gesehen. Lass mich ausrüsten. Okay. Ich will zwei nicht spawnen. Ich will nicht spawnen. 7 Minuten. Lass mich lieber zugucken. Ich kann dir sagen, ich liege unter freiem Himmel. Ist das okay? Du bist nicht im Gebäude drin, krass. Nee. Wo ist Sumpfmann? Ich will mich aber auch nicht hier wegbewegen, weil ich Sorge habe, dass dann genau in dem Moment natürlich jetzt hier klingelt mit dem Techniker. Also man darf jetzt offiziell alles nehmen aus den Kisten. Haben Nein. wir das jetzt also richtig verstanden? Man, nee, du darfst dich. Okay, was darf ich denn dann jetzt? Noch einfach. Also du bist der Sucher. Du darfst doch dran bedienen, ja genau. Also wenn dir die Muni ausgeht, musst du ja irgendwas nehmen, womit du schießt. Du kannst dich da dran bedienen, ja. Aber wir dürfen nur, keine Ahnung, Sachen nehmen, die uns nicht krasser machen. Und ja. Wollte nur noch ein Visier gucken, Jay. Alles gut, damit ich, weil ich hatte nur ein Rotpunktvisier. Das war alles. Oh, es hat geklingelt. Oh, oh nice, Peter. Peter, jetzt bist du dran. Ich werde mal auf dem Berg abspringen, Peter, und mich in die Luft jagen.
Ich bin einfach in der Zone abgesprungen. Oh, das ist vielleicht auch smart, aber hey, ich catch a grenade for me. Problem ist, ich krieg jetzt keine Tipps. Shit, wo ist hier hingeflogen? Ich weiß halt leider auch nicht, wo Peter ist. Huch. Oh, was ist das denn? Das war Sebastian, der sich in die Luft gesprengt hat. Das war meine Granate. Entschuldigung, habe ich nicht dreimal angesagt. Keine Ahnung, wo Christian ist. Ach Quatsch. Echt mal, du guckst zu, keine Ahnung, wo Christian ist. Ich guck weiß zu, nicht, keine Ahnung, wo Christian ist. Aber selbst, also... Also Jay wird das richtig, richtig schwer haben. Kann sein, ja. Vor allem Peter. Weiß halt nicht, was Peter jetzt gemacht kann der, hat. Jetzt kann er auch keine Tipps mehr geben. Der ist jetzt durch, der ist safe, der Junge. Ist er denn da? Jay wird ihn nicht finden. Ja, genau da, Christian. Ja, wo, also ich wo der auf der Map Bestes. Liegt, weiß ich ja logischerweise, aber... Es war nur DRL, ich wurde verarscht. Ach, oh, aber irrt sich vielleicht leid. Ja trotzdem. Okay. Peter, ich habe Sumpfmann nicht mehr gesehen, seit der Bram gekillt hat. Vielleicht wartet der auf euch, dass ihr da hinkommt. Naja, ich bewege mich ja eh nicht. Vielleicht ist er immer noch da, wo der mich getötet hat. Meinst du? Das meinte ich damit. Damit ich jetzt nicht zur Kiste laufe oder so und dann wartet der da, um mich da wegzusnicken. Oder Jaden ist Sniper sieht aber schon sehr lukrativ aus, auf dem Dach und die da ist. Gönnt sich. Okay, was kann ich Jay da noch für einen Tipp geben? Oh, guck mal, da kommt noch eine Kiste runter. Du bist bei Arte. Ja. Ja, komm, du machst den Tipp. Bist bei Arte? Ja. Also ich bin auch da. Ich bin nicht in einem Gebäude. Okay. Also ich liege, ich habe den Himmel über mir. Ich sehe in der First Person. Krass, wow. Ja, Bäume, gar alles deine Hand das hilft nicht. Nee, ist ein Scheiß-Tipp, tut mir leid. Also wenn du draußen bist, ja. Wenn man die Map horizontal teilt, bin ich eher in der südlichen Hälfte als der nördlichen Hälfte. Ah. Jo. Wird ja auch geteilt auch von dem Gitternetz. Ja, mit 3 Minuten. Ich bin eher nördlich davon. Von. Wow. Perfekt. Fallen die Kugeln schon runter. Ah. Den jage ich jetzt. Und ich sehe ein Auto. Du siehst ein Auto? Mhm. Nicht nur eins. Echt nicht? Okay, so. Wenn man... ich sehe mehrere Autos. Wenn man dann die untere Hälfte nochmal vertikal teilt, bin ich eher auf der linken Seite, also der westlichen, als der östlichen. Also, ich bin im unteren linken Viertel. Das ist schon ziemlich. Also, wir sind beide im linken Viertel. Peter, wir können sagen, wir sind beide wahrscheinlich in F und K, oder? Was ist F und was ist K? Ich glaube eher F. Also, F. Ach gut, ich habe die ganze Zeit in einem anderen Ding gesucht. Und ich bin K. Ich dachte, ihr seid im Sumpf. Ich bin nicht im Sumpf. Es gibt einen Sumpf? Was ist der für ein Sumpf? Es gibt einen Sumpf. Ich war da die ganze Zeit abgeguckt, ob da ein Sumpf ist. Im Sumpf bin ich nicht. Oh, warte mal. Unteres linkes Viertel, wie gesagt. Ja, ja. Das ist jetzt kann ich aber auch nicht mehr viel Tipps geben. Warte mal. Einen noch. Das war's jetzt. Na, Peter, der steht jetzt hinter dir und macht dich. Ach, ja, das würde mich auch nicht wundern. Das wäre jetzt nice. Oh oh. Jen? Ach, fährt die Kiste genau auf dich drauf? Das wäre witzig. Das war weit weg von mir. Ja, aber das habe ich geworfen. Jay ist auch eher in eine Richtung gelaufen, die besser für mich ist und schlechter für jemand anderen. Ja, das ist okay. Soll er mich suchen? Ist er jetzt. Oh nein, nicht schon wieder. Er muss dich halt finden. Komm, let's go. Er ist da. Da. Ah ja, also im unteren linken Viertel. Ja, in dem Viertel bin ich. Wenn du das nochmal horizontal halbieren würdest, wäre ich in dem unteren Teil davon.
Jetzt verwirr den Jungen doch nicht so. Könnte Jay jetzt abschießen. Ist ein bisschen irgendwo am Rand? Nee, am Rand bin ich nicht. Ficker. Am Rand ist mir zu gefährlich. Also bis zu der Kiste, die da hinten steht, komme ich auf keinen Fall. Wo bist du, Peter? Jetzt sehe ich Jay nicht mehr. Doch, ich sehe ihn noch. Aber jetzt gleich sehe ich ihn nicht mehr. Das hat Sumpfmann sich neben einen Baum gestellt. Hä? Kann man nicht auch markieren? Ah. Mit Q, ja. Oder mittlere Maustaste oder was? Maustaste, ja. Oh, ich bin bestimmt schon an ihm vorbeigelaufen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Scheiße. Jetzt sehe ich ihn wieder. Also hoffe, Peter, jetzt sei doch nicht so ein Arsch, Mensch. Oh Gott, und er lacht! Ach nö! Kannst du Jay auch sehen? Ja. Nicht mehr, glaube ich. Jetzt gerade nicht mehr. Okay, da. Wo bist du, Peter? Wie viel Zeit haben wir noch? 30 Sekunden. Oh. Ich bin in der Nähe vom Stein. Ja, Jay, ganz falsche Richtung für beide. Ganz falsche Richtung für beide. Ja, Stein. Ich finde auch krass, wie versteckt Christian steht. Ja, ich finde es auch krass, wie Jay ihn vorhin angeguckt hat. Ja, aber guckst du ja vielleicht nicht unbedingt hin. Jay, weiter rechts. Peter bedeutet Fels. Jetzt Jay, falsche Richtung. Ich such Peter. Ja, auch für Peter falsche Richtung. Hä? Das sieht schon einigermaßen ja, okay aus von der Richtung. Ja, einigermaßen. Also. Oi, ja, oi, ich bin am Fels. Hä? Ja. Ich schieß auf dich. Wo denn? Oh wow, Alter. Okay, Peter ist mir. Aber Christian finde ich noch geiler, wie der einfach auf dem Dach steht. Ich sitze hier oben am Dach. Ja, Dach? Ja, oh vor allem der Dach. Also, legit, der hat sich nicht mal irgendwie hinter der Dachreling versteckt. Also, steht, da, wo der gerade steht, stand der auch, als du da oben langgelaufen bist. Ja, das ist echt lustig. Der ja, steht da einfach. Gut, dann muss ich jetzt gegen Sepp spielen. Man muss aber halt auch hochgucken, also sonst. Ja, ja, klar, aber war trotzdem geil, du stehst einfach auf dem Fuckdach. Fuckdach. Du Mitch verlasse. Flachdach war das, glaube ich, nicht, aber. Aber die Felder sind nicht so geil einsehbar. Kannst du einfach überall reinlegen. Ist das hier nicht so ein Schmutzspiel, wenn du weit genug wegstehst, dann werden die gar nicht eingeblendet? Nee, leider nicht. Also ich weiß noch, wie ich im Turnier mich vor Jay ins Gras gelegt habe und der hat in seiner Aufnahme einfach gesehen, wie sich so ein Idiot auf den Boden gelegt hat. Ich würde mal schon sagen, dass man einen im Feld hier ganz gut sehen kann. Ich muss First Person spielen, richtig? Nee, wir müssen First Person spielen. Ja, dann würde ich sagen, läuft eure Minute. Wo ist denn Sepp überhaupt gelandet? Oben rechts auf der Straße am Ende der Zone. Ah, danke schön. Kann man hier rein? Nee. Blöd. Okay. Dann habe ich noch. Wie lange du noch hast? Du hast noch 40 Sekunden. Voll panisch. Wie lange Peter, mindestens 50 Jahre. Ist gut, ganz entspannt. Nur 50 Jahre, das wäre aber wenig. Ich hab gesagt, mindestens 50 Jahre. Das wäre aber wenig, dann wäre der 85, oder? Noch 15 Sekunden. Ah, 85 wäre schon okay. Naja, dann scheiße. Das ist nicht gut. Drei, zwei, eins. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Okay, wir waren mit der Maustaste. Da ist er. Okay. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Da kann er man arbeiten. Er läuft da links. Gesundheit. Okay, das heißt, du bist links. Rechts. Okay. Gesundheit. Überfällt. Ungefähr da. Ja, das ist doch mal schön, hier so einen Moderator zu haben, der immer den Suchenden ansagt. Da. Ja, sag dir mal weiter an. Ja, solange ich ihn sehe, mache ich das. Da. Er läuft einfach den Graben entlang. Okay. Sehe ich ihn aber nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich ist er in den Graben rein. Kann sein. Wo ist er denn? Ja, es gibt Menschen, die sind mit deiner Auswahl nicht zufrieden. Ich finde das aber geil.
Okay. Ist dem so, dass es Menschen gibt? Ja. Es gibt Menschen? Menschen? Viel zu viele sogar. Ich finde meine Auswahl ganz nice. Ja. Aber nicht, wenn ich da Schnips... Ja, das ist halt Ray macht einfach Schnipsel, die Schnips oder was? Da muss man damit leben. Wie war das bei Thanos eigentlich? Konnte der sich theoretisch alles wünschen, was er will? Also konnte er quasi dann alles machen, theoretisch? Also er konnte mit einem Schnipser alle auslöschen, aber er könnte theoretisch... Er konnte doch durch die Zeit theoretisch, oder? Er konnte nee, halt den hat er nicht. Ich hab den noch ein paar Mal nachmarkiert. Ja, der hättest du alle. Ja, du machst das super, Bram. Also ansonsten... Freue mich da sehr drüber, dass du das machst. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Ich sehe ihn halt auch nicht. Wo ist Bram? Gegenstände, glaube ich, im Weg. Ah. Ich habe leider kein gutes Scope, das ist echt dumm. Ja, musst du ein bisschen looten gehen. Kistchen laufen. Ah, da. Ist ja nicht so gut ansagen kann, das stört mich jetzt schon ein bisschen. Wie du schon sagtest, einfach im Feld stehen, wa? Ja, du. Ich sehe hier nur gelb. Ah, scheiße. Wie Schnee. Eine Sättigung. In das man reingepinkelt hat. Hm. Das ist jetzt irgendwo links unten in diesem Bereich. Kann ich euch eigentlich sehen? Ah. Also vielleicht kommt da ja eine Kiste, die relevant ist für dich. So viele Häuser. Ah. Er läuft am Rand rum? Nein. Ist das einer von euch? Nice call, Bram. Die Konversation ist angeschränkt. Angeschränkt? Aber jetzt gerade habe ich ihn markiert. Oh ja, stimmt. Er rennt da über die Straße. Ja. Das ist echt pixelig, muss ich sagen. Nur ein paar Meter laufen, weil der noch auf mich zurannt. Was heißt das, sagst du? Das wäre schon okay für mich. Da kommt eine Kiste runter. Hui. Ja, hier bewegt sich gerade so einiges, wenn ich mir das angucke. Echt? Kiste fällt. Habe ich hier rennt. So, hab ich so ein bisschen rennt. Leute aufgescheucht, oder was? Geht eigentlich. Also eine Person schon, aber die hat das angesagt. Ach so, okay. Ja, das ist ja okay. Aber den hast du aufgescheucht. Bist du jetzt eigentlich ja. Auf meiner alten Posi? Ich sitze auf deiner alten Posi, ja. Das weißt du ja gar nicht, wo ich war. Ich wollte gerade sagen, wenn du wüsstest, wo Bram war, hättest du ihn nur erschossen. Nee, er ist ja gemoved. Natürlich. Jetzt die Frage, geht das? Oh! Oh! Wer war das denn? Wen hat denn der da geschossen? Ich glaube, Sepp hat geschossen. Ja, aber auf wen? Weiß ich nicht. Dennis hat geschossen. Das war nur ein Schuss, oder? Hast du nicht geschossen, Dennis? Nö. Echt nicht? Nee, echt nicht. Hast du geschossen, Bram? Ja, dann ist okay, weil ich habe Sepp schon lange nicht mehr gesehen. Ich hab schon ein bisschen... Ich hab mich auch schon echt lange nicht mehr gesehen. Angst gehabt. Aber du stehst doch da, echt wo du nicht. Bist. Ja, das stimmt. Aber ich steh nicht dran, das ist das Problem. Du stehst doch da, wo du bist. Also Sebastian, ich kann dir sagen... Was denn? Das war schon das sehr war knapp. Eng bei dir, ne? Ja, echt? Das hab ich mir auch gedacht. Ja, das war schon richtig. Ach, komm, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du da voll in so ein Wespennest gestochen hast, aber hey. Ich war sehr, sehr, sehr. Ja, mich aber nicht wegbewegen. Eng. Ich werde mich auch nicht wegbewegen, ne? Immer in der richtig? Sorge vor Mr. AAG. AAG? AEG eigentlich, ja. AEG? Egg. Mr. Egg. Ja, das war schon der Power of Egg. Deine Steps waren schon da. Bei euch. Echt? Eine Kiste? Ja. Nice. Ja, so ein Stück das zumindest. Da sehe ich einige Kisten. Ja, ich die eine hat sogar lila auch. Feld. Ah. Was seid ihr denn so? Also ich bin... Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Das ist das Problem gerade. Oh. Oh, oh, ich glaub, oh, oh, Bram wird beschossen, Junge! Ich bin einfach über ein Feld gerannt, das war keine gute Idee. Ich hab kurz überlegt, auch. Ich würde sagen, Sepp ist da. Also. Kurz überlegt, Bram, ob ich dir hinterher rennen soll einfach, aber... Nee. Hast du gedacht, der Leute, der führt dich zu jemand anderem? Ja, weiß ich nicht, er hatte ja ein Ziel, aber... Ja, cool. Wo liegt denn Bram? Ist ja aber ich gestorben bin.
Scheiße, wo liegst du jetzt hier? Lichter. Der liegt auf dem Feld. Also, aber so, du bist weit weg vom Braben, Sepp. Da würde ich nicht suchen gehen. Ich hab nur so einen Busch hier. Der liegt da auf dem Feld. Aber für dich zur Info, ich hab nur so einen Arcog. Also ich hab jetzt nicht den... Also ja, aber ein Arcog ist schon besser als schon mal nicht so schlecht. Also Sepp, wenn du Braben finden willst, dann ist der... Ja, in die Richtung. Ja, in die? Ja. Ja, in die und dann noch ein bisschen weiter, oder was? Ja, das sieht gut aus. Ich hab die Perspektive nicht so ganz. Ein bisschen links von dir jetzt. Ja, das sieht gut aus. Ah, da! Och, wird mir sogar angezeigt hier. Ah, Zweier. Aber das ist aber kein Arcog. Boah, Alter, Double-Kiste kommt runter. Alter, das ist aber kein Arcog hier. Ja, das ist, sagt, da ist ja kein gutes Visier. Nee, kannst du hast gesagt, das ist ein Arcog! Was ist das Arcog? Ein Arcog ist doch kein Zoom-Visier, sondern einfach nur so. Ist nicht ein Arcog ein Zweier oder ein Vierer? Nee, ein Arcog ist kein Vierer. Noch, nee, einfach nur so einen kleinen Ticken zoomt halt nur rein. Ja, okay. Ich hab irgendwie im Kopf, ein Arcog ist ja bei COD mal ein Vierer-Visier gewesen, oder? Ja, Arcog ist besser als WCOG, ne? Keine Ahnung, ich kenne mich da bei den Waffen auch nicht. Ich hab übrigens auch einen Arcog. Echt? Ja. Manche Leute sagen vierfach. Arcog ist vierfach, das weiß man doch. Habt ihr auch eher so ein A-Cog oder eher so ein F-Cog? Ich hab eher... Ich hab S ich hab plus Doppel-D-Cog. Ich hab auch Punkt. Doppel-D-Cog? Was ist ja, Peter 2. Ja. Aber nur einen Hoden. Ja, ich glaube eher, dass... Ja, aber der dafür sehr klein und schrumpelig. Peters Schrumpelhütchen. Okay, Schwätzerchen. Hat denn jemand gesehen, welche Richtung so weggelaufen ist, nachdem der Bram... Ich hab auf jeden Fall einen Schuss gehört. Habt ihr den Schuss auch gehört? Nee. Hast du den Schuss auch gehört? Ich hab den Schuss gehört. Also den Schuss gehört habe ich, aber ich Peter. Weiß nicht, von wem der war. Da ich nicht weiß, wo Sepp ist, kann ich nicht Tipps geben, wo er ist. Oh. Ich kann euch sagen, ohne Third Person werde ich den niemals sehen. Ich kann deswegen, sagen, ich bin nicht in deswegen kann ich den niemals ansagen. Also vielleicht hörst du den ja, Peter. Du hast ja schon mal Trapsen hören. Ja, das ist richtig. Aber dann will ich dann nicht sagen, wenn ich so sage, oh ja, ich höre ihn jetzt, ich höre ihn jetzt. Und dann sagen, hey, ich höre ihn jetzt. Er kommt mir näher. Er kommt mir noch näher, krass. Oh, tot. Also, Peter. Schleicht. Du bist ja so ein Mann von Welt. Ja. Bist du draußen? Ich glaube, Sepp hat auch Gili an, kann das sein? Ja, Sepp hat einen Gili an. Bist du eher so am Rand der Zone oder in der Mitte der Zone? Oh, Alter. Wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste, bin ich eher am Rand als in der Mitte. Du bist eher am Rand. Ja. Okay. Ich bin auch eher am Rand. Wenn wir hier Frage-Antwort-Spielchen spielen. Habe ich mich verdrückt. Jay hat geschossen. Geschossen? Geworfen, ich hab eine Granate geschmissen, oder? Geworfen, okay. Ich sehe Brammen, wie er gerade landet. Ah. Bram, das machst du ganz toll. Dankeschön. Oh. Versuch doch einfach auf dem. Oh, ich versuch doch einfach auf dem Wasserturm zu. Ach, 5 Minuten nur noch. Alter, das kann doch nicht sein, wie schnell geht denn die Zeit um. Auf dem Wasserturm zu landen. Ja, ne, das schaffe ich dann nicht mehr. Also, Sebastian, ich bin unter freiem Himmel. Mhm. Hab ich auch. Aber spüre trotzdem Wände. Du spürst Wände? Tue ich nicht. Ach, scheiße. Ach, du Kacke. Du spürst, also, du hast ein heimisches Gefühl. Ich hab hier ein sehr heimisches Gefühl. Vor allen Dingen, wenn ich an eine Stelle aus meiner Vergangenheit zurückdenke, für die ich immer noch aufgezogen werde. Bist du ein Mülleimer oder ein Klo? Du bist auf dem Krankenhaus? Okay, Krankenhaus, okay. Mal. Irgendjemand muss doch mal Sepp gesehen haben. Ich sehe ihn einfach nicht. Ja gut, in Third Person habe ich den jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber da darf ich ja nichts sagen. Er hat so ein heimisches Gefühl, okay. Ja, aber eher so, naja. Was, naja? Oh, jetzt relativiert er wieder seine Aussage. Wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Warte. Nein! Ah, da ist er. Da wurde wer gefunden. Ich wurde gefunden. Flucht! Was? Ey, Flucht! Du Müllwaffe! Warte mal, jetzt der rennt ja wirklich weg. Ja, bleib mal hier. Jetzt ey, jetzt komm über die Mauer, Mann! Mauermann! Was ist denn?
Müsste hin. Als ob der abgehauen ist. Boah, das war aber unangenehm. Ich hab den Berg sogar gesprungen, Sepp. Ah! Nein, jetzt ist die Waffe leer! Hättest du mal nichts. Hättest nichts gesagt, Peter, wärst aber hinter der Tür da durchgelaufen. Ich hab dich durchs Fenster gesehen. Ja. Ein bisschen mit dir gespielt. Ja, weiß ich. Aber okay, ja, weißt du jetzt, warum ich mich heimisch gefühlt habe? Ich habe halt die Kräuterbutter gesucht. Ha! Nee, das habe ich nicht, kombiniert. Was war das denn? Das war das Lachen von Sheldon Cooper. Ach so, ich dachte gerade, ich wäre gerade an Kissrennen oder so vorbeigegangen. Nee, nee, nee. Da bin ich gar nicht in der Area. Da sehe ich nur Peters Namen. Aber Christian, da ganz in der Distanz kann man was sehen. Echt? Kann ich weiter rechts eigentlich zugucken? Ja, so kann ich euch nicht zugucken. Ja, wenn du tot bist, aber Bild auf, Bild ab, Peter. Da. Ja, so war das. Ja. Boah, Jay, bist du so in seinem Gebäude oder außerhalb so? Ich bin nicht in einem Gebäude, hab ich doch gesagt. Okay, ich hab das schon wieder vergessen, das ist so lange schon her bei dir. Ich hab ja auch nicht das beste Gedächtnis. Meinst du, da ist was Geiles drin in der Kiste? Nee, ich glaub nicht. Hier ist keiner drin. Ich hab fast neben seinem Kopf geschießt. Bist du in dem Holzgebäude gerade, Sepp? Ich war gerade kurz in so einem Holzgebäude, ja. Wo ich, da war ich zu Beginn drin, da habe ich die ganze Zeit durch so eine Ritze gelugt. Ach, durch so eine Ritze hast du gelugt. Aber wir spielen heute echt schwierige Runden, glaube ich. Jay hat sich ja auch nicht so ganz so leicht getan. Nee, nee, das stimmt. Steht da einer? Nee. Das habe ich mir manchmal bei diesen Strohdingern im Feld gedacht. Ja, genau, da guckt da jemand so in einem Ghillie-Suit steht oder so. So zwei so Pampels da ab. Warte mal, hier ist doch bestimmt einer. Da hat sich jemand bewegt. Ich habe das gehört. Ich bin's nicht. Wo bist du? Nee, aber der geschossen nicht. Für dich, Sepp. Oh, Christian ist bei mir. Das ist Christian. Ich habe gehört, wie er sich gedreht hat auf dem Boden. Gedreht? Als wenn man da hört, wie man sich dreht. Quatsch. Also ich hab mich nicht bewegt jetzt. Aber du bist hier, ne? Nein. Ich muss mal den Sound eben lauter machen. Nee. Alter, es gibt P90. Ich glaube, ich muss mich einfach nicht mehr bewegen. Ich hab ihn doch gehört. Aber ich sehe ihn nicht. Ist er bei dir in der Nähe? Dezent. In irgendein. Ach, okay. Mann, jetzt spawn ich! Was ist das denn für eine Scheiße? War gerade voll spannend! Ja, das war echt kacke. Ich loot mir gerade einen Arsch ab. Nee, der ist weiter links. Der liegt irgendwo im Feld. Ich bin nächstes Mal dafür, dass wir zurückschießen dürfen. Der liegt irgendwo im Feld. Oder? Ist Sepp denn? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Nicht er hat plötzlich aufgehört, sich zu bewegen. Da ist Sepp! Sepp, ich werde mich nicht mehr. Also ich werde keinen Ton mehr machen. Wenn du hörst, wie ich mich drehe. Ich hätte das nicht sagen sollen, ey, das war dumm. Hast du die Schüsse eigentlich mitbekommen? Ja, die. Nee, die kommen hier nicht an, Jay. Als ob die nicht ankommen. Hä? Wo bist denn du? Alter, ist das belastend, ey. Boah! Mann! Ich hab die ganze Zeit Area Achter, nicht, kann das aber. Also, ich bin nicht sehr weit weg von dir. Ich weiß, dass du nicht sehr weit weg bist, sonst hätte ich dich ja nicht gehört. Bist du hier in dem Busch? Ich glaube auch nicht. Oh, ich hab's verkackt. Christian, dreh dich bitte nochmal. Nee, ich darf mich nicht bewegen. Ja doch. Nee, geht nicht, weil... Fuck, die Zeit ist rum, Mann! Ja, Sepp, guck mal nach oben. Nein! Nein! Das Problem... Nein! Das Problem ist, wenn ich mich bewege, dann steht er manchmal auf, weil wenn du zu weit nach vorne gehst, ist prone blocked und dann muss ich wieder ein Stück laufen und mich hinlegen. Oh Mann! Ich hab die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Nee, ich war immer um da. Oh, ach so, lol. Oh mein Gott, ist das awesome. Und ich hab bei Jay letzte Runde noch gesagt, den hat man auf jeden Fall gesehen. Ja, genau. Oh. Nee. Das ist auch tricky. Oh, ja, gut. Ja, unentschieden dann. Unentschieden. Christian hat sich da stark versteckt, muss man einfach sagen. Der war sehr gut versteckt. Ich hab ein bisschen Puls. Ich hab den doch Frecher, gehört, der hat sich bewegt. What the fuck? Keine Waffe für das Achtervisier gefunden hab, weil ich gelootet habe.
schieße ich hier drüber. Ja, das machen wir aber wieder eine Runde verstecken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wieso schieße ich? Ich schieße schon mal als Eskalator. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.